So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, diesen kalten, regnerischen Novembernachmittag. Ich muss jetzt kurz darauf warten, dass hier hoffentlich meine Folien erscheinen. Aber vielleicht sage ich währenddessen ein wenig was zu meinem eigenen Werdegang. Also ich wurde gerade als Elektrotechniker dargestellt. Jetzt bin ich, also Elektrotechnik habe ich studiert, jetzt bin ich Professor für Data Science. Gearbeitet habe ich eigentlich im Bereich des maschinellen Lernens. Und das ist eigentlich das Spannende an diesem Thema der Neurotechnologie, das gibt es eigentlich noch wirklich nirgendwo. Man muss sich so ein bisschen seine Ausbildung zusammensuchen. Und in diesem Bereich arbeiten Elektrotechniker, Informatiker, Mathematiker, Mediziner, Psychologen. Und das, finde ich, macht diesen Themenbereich so wahnsinnig spannend. So, jetzt sind meine Folien noch da, die Schnittstellen zwischen Nerven und Prothesen. Also ich habe die Freude, Ihnen heute einen kleinen Überblick geben zu können, was ist heutzutage im Bereich der Neuroprothesen schon möglich, wo geht die Reise hin und was sind die Herausforderungen, die wir noch lösen müssen. Und ich möchte eigentlich anfangen mit der Frage, warum sollten wir uns dafür interessieren, warum interessiere ich mich dafür und wo wird die ganze Reise hingehen. Gut. Aha, wunderbar. Gut. Also, Sie sehen das Gehirn. Und unser Gehirn ist ein unglaubliches Organ, das fantastische Dinge tun kann, wenn es dann wirklich gut funktioniert. Aber leider kann auch in unserem Gehirn relativ viel schief gehen, was dann zu vielen verschiedenen Erkrankungen führen kann. Also zum Beispiel Schlaganfall. Zurzeit gibt es ca. 195 Millionen Menschen weltweit, die an einem Schlaganfall leiden oder den Symptomen, die dadurch erzeugt worden sind. Winston Churchill war jemand sehr berühmt mit einem Schlaganfall. Epilepsie ist etwas, was das Gehirn hervorbringen kann. Ja, Elton John zum Beispiel leidet unter Epilepsie, 75 Millionen circa weltweit zurzeit. Amyotrophe Lateralsklerose, eine Krankheit, bei der alle Muskeln gelähmt werden und die Patienten in ihrem Körper eingeschlossen werden. Stephen Hawking ist ein sehr bekannter Patient. Depressionen sind sehr, sehr weit verbreitet. Robin Williams hier hatte Depressionen. Das ist John Nash aus The Beautiful Mind, der an Schizophrenie gelitten hat. Und all diese Krankheiten entstehen, wenn in unserem Gehirn Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und wenn Sie an so einer Krankheit leiden und zum Arzt gehen, dann gibt es natürlich verschiedene Therapiemöglichkeiten, aber sehr wahrscheinlich werden Sie irgendwelche Medikamente bekommen. Und der Grund dafür ist, dass das Gehirn chemische Signalwege besitzt. Und mit diesen Medikamenten können wir auf diese chemischen Signalwege eingreifen und die Symptome mancher dieser Krankheiten lindern, manche Krankheiten vielleicht auch tatsächlich heilen. Nun haben allerdings diese Medikamente den Nachteil, dass sie global aufs ganze Gehirn wirken. Sie können nicht sagen, ich nehme ein Medikament ein und das wirkt nur auf einen Teil des Gehirns ein. Und das ist ein Grund, weswegen ich mich für diese Neurotechnologie interessiere, denn das Gehirn benutzt nicht nur chemische Signalwege, sondern auch elektrische Signalwege. Also die einzelnen Nervenzellen im Gehirn tauschen Informationen über elektrische Signale aus. Das heißt, es ist denkbar, dass man durch Neurotechnologie Schnittstellen zum Gehirn baut, mit denen man auf die Signalwege im Gehirn eingreifen kann und idealerweise das lokalisierter tun kann, als man das mit Medikamenten könnte. Und das eröffnet die Möglichkeit, diese Therapien, die daraus einmal entstehen sollen, an einzelne Patienten anzupassen, zu personalisieren. Und ich glaube, dass das ein enormes Potenzial hat. So, nach dieser Motivation für diese Arbeit möchte ich kurz darauf zurückgehen, seit wann gibt es das eigentlich? Wann hat das Interesse an Neurotechnologie angefangen? Und ich glaube, so wie ich der Startschuss für die Wissenschaft war so in den 60er Jahren. Das war das Zeitalter der Raumfahrt. Ja, die Landung auf dem Mond stand quasi bevor und die Menschen gingen davon aus, dass man das Sonnensystem bald bevölkert haben wird. Und zu dem Zeitpunkt haben wirklich viele darüber nachgedacht, wie kann man Menschen adaptieren, dass diese im Weltraum oder fremden Planeten überleben können. Und ein Autor hier hat 1960 in der Zeitschrift Astronautics geschrieben, altering man's bodily functions to meet the requirements of extraterrestrial environments would be more logical than providing an earthly environment for him in space. Artifact organism systems which would extend man's unconscious self-regulatory controls are one possibility. Kurz übersetzt, anstatt den Weltraum umzubauen, dass wir drin leben können, bauen wir doch den Menschen um, sodass der Mensch im Weltraum leben kann. Und ich glaube, das war so der Startschuss für die biologische Kybernetik und all das, was daraus in der Neurotechnologie geworden ist. Und im Bereich der Science Fiction kennen Sie sicherlich viele Beispiele, das ist die Robocop, halb Mensch, halb Maschine, im Einsatz für die Gerechtigkeit oder Geordi aus Star Trek, der blind ist, aber so über so einen Visor wieder sehen kann.
Jetzt möchte ich ein wenig darüber reden, was gibt es heutzutage schon und wo geht die Reise hin. Und dafür möchte ich unterscheiden zwischen zwei Arten von Neuroprothesen. Einmal sensorische Prothesen, bei denen Informationen ins Gehirn eingebracht wird. Und motorische Prothesen, bei denen das Gehirn Informationen nach außen sendet, die dann für die Regelung oder Steuerung von Computern oder Robotern genutzt werden können. Und ich denke mir, dass wahrscheinlich alle von Ihnen schon mal von einer Klasse von sensorischen Prothesen gehört haben, und zwar von den Cochlea-Implantaten. Das sind sensorische Prothesen, die wirklich weit schon im Einsatz sind. Da wird hier, werden hier Elektroden in das Ohr eingebracht und dort werden Nervenzellen stimuliert, mit denen Signalen, hier, da sind die Elektroden, die gehen, oder das ist die Batterie, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden da Nervenzellen stimuliert, sodass Taube wieder hören können. Und wenn sie das früh genug tun, dann ist der Kortex, ist das Gehirn in der Lage, diese Signale so zu interpretieren, dass Menschen mit diesen Cochlea-Implantaten fast normal wieder hören können. Und diese Geräte sind mittlerweile klinischer Standard. Etwas, was noch nicht Standard ist, aber was ich glaube sehr bald Standard werden wird, ist das Retina-Implantat. Vor allem entwickelt von Herrn Professor Zrenner an der Universität Tübingen. Und da werden hier ins Gehirn hin auf die Netzhaut so ein kleiner Stimulationschip gesetzt. Und dieser Chip wird stimuliert durchs Licht, was durch das Auge einfällt und stimuliert dann hier hinten die Nervenzellen hinten im Auge. Und ich habe Ihnen ein Video mitgebracht, können Sie bitte Video Nummer 1 abspielen, von einem der ersten Patienten, der dieses Retina-Implantat in Tübingen eingesetzt bekommen hat. Und dieser Herr hat hier so eine Brille auf und hat hier zwei Objekte vor sich. Sie können leider den Text hier nicht lesen, weil das eigentlich ein bisschen kleiner dargestellt werden sollte. Und er probiert halt jetzt zu identifizieren, was da vor ihm liegt. Und sagt hier, ich sehe zwei Objekte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was diese Objekte sind. Das rechts ist länger als das links. Überlegt ein wenig und sagt, es ist ein bisschen gebogen, das rechte Objekt. Er kann darauf zeigen, wo das Objekt liegt. Und sagt, ach, das muss eine Banane sein. Und jetzt, da er herausgefunden hat, dass es eine Banane ist, kommt er auf die Idee, dass wahrscheinlich das andere auch ein Obst ist. Und das ist rund und kleiner und nicht so gebogen. Und dann rät er, dass es ein Apfel ist. Und dieser Herr war halt vollkommen blind und kann durch dieses Implantat wieder rudimentär sehen. Aber Sie dürfen natürlich nicht erwarten, dass diese Menschen zu diesem Zeitpunkt damit sehen können, so wie wir sehen, sondern es ist eher sehr verpixelt, schwarz-weiß, aber zumindest so weit, dass sie sich so weit hier orientieren können. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis dieses Retina-Implantat wirklich Standard sein wird. Es ist nicht bei allen Erkrankungen, bei allen Blinden einsetzbar, nur bei Leuten mit einer gewissen Degeneration. In der Wissenschaft wird aber auch schon über ganz andere Dinge nachgedacht. Und gerade im Bereich der Neurotechnologie gibt es einige Wissenschaftler, die ein bisschen verrückt sind. Und einer, der definitiv dazu zählt, ist Herr Nikolelis von der Duke University. Und der Nikolelis hat zum Beispiel eine Studie mit Ratten durchgeführt, bei denen er Ratten einen neuen Sinn gegeben hat. Ja? Und zwar hat er den Ratten so einen Infrarotsensor aufgesetzt, auf den Kopf geklebt und von diesem Infrarotsensor gingen Stimulationselektroden in den sogenannten Barrel Cortex der Ratten. Das ist der Teil des Gehirns, der die Informationen der Schnurrbarthaare verarbeitet, mit denen die Ratten sich orientieren in ihrer Umgebung. Und wann immer Licht auf diesen Infrarotsensor fällt, wurden diese Gehirnareale stimuliert. Das heißt, der Ratte wurde im Prinzip ermöglicht, Infrarotlicht zu sehen. Und können Sie bitte Video Nummer 2 zeigen? Und in diesem Video sehen Sie jetzt eine Ratte, die das hier auf dem Kopf sitzen hat, die herumläuft, das ist eine Infrarotkamera. Und wenn hier ein Licht leuchtet, heißt das, dass da die Ratte dieses Infrarotlicht erkennen, die Nase in so ein kleines Loch einhalten muss und dann was zu trinken bekommt. Und Sie können daran sehen, dass die Ratte so ein bisschen hin und her sucht, aber in der Tat dieses Infrarotlicht erkennen kann und sich dadurch ihre Belohnung abholen kann. Ob man so etwas bei Menschen einsetzen will, ist natürlich wiederum steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist faszinierend, darüber nachzudenken, dass man prinzipiell Menschen mit neuen Sinnen ausstatten könnte. Herr Botzkurt von der North Carolina State University ist meiner Meinung nach da fast noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar hat er eine Schabe genommen und hat bei der Schabe
hier die Fühler abgeschnitten und dort Elektroden reingesteckt, sodass er der Schabe vorspielen konnte, ob da eine Wand ist oder nicht. Das heißt, im Prinzip kann diese Gruppe Schaben vorspielen, dass sie in einer anderen Realität leben. Und die Ratte glauben lassen, hier wäre eine Wand. Und das können Sie nutzen, bitte fürs nächste Video. Um die Schaben hier künstlich bestimmte Trajektorien ablaufen zu lassen. Also wann immer die Schabe hier von der Trajektorie weg will, bekommt sie einen Impuls gesetzt. Hier ist eine Wand, da geht es nicht weiter. Und dann hält sich die Schabe brav an diese Trajektorie dran. Also eine Motivation für diese Arbeit war zu sagen, nach dem Erdbeben hätte man gerne winzige Roboter, die durch die Trümmer von Gebäuden hindurchklettern können, um nach Verschütteten zu suchen. Aber so winzige Roboter zu bauen, ist nicht so ganz einfach. Aber Schaben sind ganz wunderbar für solche Aufgaben geeignet. Man muss denen nur eine Kamera aufkleben, dafür sorgen, dass man die Schaben steuern kann. Und dann kann man im Prinzip diese Schaben einsetzen, um solche Gebäude zu durchsuchen. So, das ist so der Stand der sensorischen Prothesen heutzutage, von der klinischen Anwendung bis hin zu recht verrückten Forschungsthemen, über die gerade nachgedacht wird. Jetzt möchte ich ein wenig mehr über die motorischen Prothesen sprechen. Und ich möchte Ihnen ein Video zeigen, was eigentlich den derzeitigen Stand der Technik abbildet. Also das ist so das Beste, was zurzeit bei motorischen Prothesen möglich ist. Und das ist das sogenannte BrainGate 2 Trial. Das nächste Video bitte. Das hier ist eine Dame, die hatte einen Schlaganfall des Hirnstammes. Die hat einen Stecker hier oben auf dem Kopf. Da sind Elektroden in die motorischen Areale des Gehirns implantiert. Den sehen Sie leider Gottes nicht hier, weil das Video wieder ein bisschen zu groß hier auf dem Bildschirm ist. Und über dieses Implantat wird die Aktivität einzelner Neurone abgegriffen, einzelner Nervenzellen, und darüber steuert sie diesen Roboterarm. Dieser Roboterarm ist hier vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Das Besondere an dem Roboterarm ist, der ist flexibel. Den können Sie hin und her bewegen. Das heißt, da besteht nicht die Gefahr, dass die Patientin sich selbst damit verletzen kann. Und es wird nicht der gesamte Roboterarm gesteuert, sondern es ist hier die Position des Handgelenks, die wird gesteuert. Das heißt, die Dame steuert in drei Dimensionen die Endposition des Handgelenks und kann dann darüber, dass sie daran denkt, ihren Arm zu schließen, das triggern, dass der Roboterarm ihr etwas zu trinken gibt. Und das ist natürlich unglaublich faszinierend und beeindruckend, was hier schon möglich ist. Aber Sie werden fragen, warum wird das nicht schon weiter eingesetzt? Warum ist das nicht schon für Patienten verfügbar? Und da gibt es noch einige große Hürden zu überwinden. Die erste Hürde meiner Meinung nach ist, dass diese Systeme nicht sonderlich mächtig sind. Also wenn Sie schwer gelähmt sind, aber noch irgendwelche Muskeln bewegen können, dann können Sie in der Regel über diese Muskeln noch Roboter oder Assistenzsysteme besser steuern, als das mit so einem System zurzeit möglich wäre. Das heißt, ich glaube, dass eigentlich diese Systeme am ehesten geeignet sind für Menschen, die komplett gelähmt sind, die wirklich keinerlei Möglichkeiten mehr haben, sich mitzuteilen. Auch nicht über Augenbewegungen, über irgendwelche Eye-Tracker. Und eine Klasse von Patienten, die, für die das der Fall ist, sind Patienten mit amyotropher Lateralsklerose. Das sind Patienten, mit denen ich intensiv arbeite. Das hier ist Herr LS, Patient, mit dem ich knapp 2 Jahre gearbeitet habe, der leider mittlerweile verstorben ist, der eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit war und mit dem wir viele Fotos gemacht haben, weil es ihm wichtig war, diese Krankheit bekannt zu machen. Und er hat viele Texte geschrieben, viele Publikationen, um darüber zu berichten, wie es ist, mit ALS zu leben. Herr LS hatte ein recht frühes Stadium der Krankheit, als wir zusammengearbeitet haben. Also er konnte nicht mehr reden, aber er konnte noch laufen und seine Arme bewegen. Frau L.E.K. hier ist eine Patientin, mit der wir zurzeit arbeiten. Und bei ihr ist diese Krankheit deutlich weiter fortgeschritten. Also sie hat keinerlei Möglichkeit mehr, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Das Letzte, was sie konnte, waren Augenbewegungen. Das heißt, wir konnten ihr Ja-Nein-Fragen stellen. Und wenn sie Ja sagen wollte, hat sie ihre Augen so zur Seite wegbewegt. Das dauerte so 5 bis 10 Sekunden für eine Bewegung. Aber auch das ist seit knapp einem Jahr nicht mehr möglich.
Und wir ziehen Frau Elekar hier so eine EEG-Kappe auf, mit der wir die elektrischen Ströme messen, die das Gehirn erzeugt. Und wir versuchen sie zu trainieren, willentlich diese Ströme zu beeinflussen, indem sie an bestimmte Dinge denkt. Ja, zum Beispiel sagen wir, wenn Sie Ja sagen wollen, dann denken Sie jetzt an ein besonders schönes Erlebnis. Wenn Sie Nein sagen wollen, lösen Sie die folgende Rechenaufgabe. Dann schauen wir uns an, wie sich die Gehirnströme verändern. Und bei gesunden Probanden können wir zeigen, dass wir aus den Gehirnströmen herauslesen können, ob der Proband gerade eine Rechenaufgabe löst oder ein besonders schönes Erlebnis denkt. Und das können wir dann übersetzen in Ja- oder Nein-Antworten auf Fragen. Das Problem ist nur, dass bei diesen Patienten in diesem ganz späten Zustand das bisher nicht funktioniert. Es gibt immer mal wieder Forschergruppen, die behaupten, dass sie es hinbekommen haben. Bisher haben aber andere Forschergruppen das nie reproduzieren können. Das heißt, eine spannende und wirklich die schwierigste Frage eigentlich in diesem Bereich ist, warum hat das bisher bei diesen Patienten noch nicht funktioniert, bei denen, die es eigentlich am meisten brauchen würden. Und ich habe Ihnen hier ein paar wirklich wissenschaftliche Folien mitgebracht. Also das ist der eine Punkt, wo ich wirklich in meine wissenschaftlichen Ergebnisse reingehe. Und zwar ist das sogenannte Spektrum des elektrischen Feldes des Gehirns. Also Sie können sich das so vorstellen, unser Gehirn erzeugt diese elektrischen Felder. Das kann man als Spannung auf der Kopfhaut messen, mit dem sogenannten Elektroenzephalogramm. Und dann zerlegen wir dieses Feld in seine spektralen Komponenten. Das ist sowas wie die Tonhöhen eines Klanges. Sie wissen, ein Klang ist so ein Rhythmus und die Amplitude der verschiedenen Frequenzen gibt das Musikstück. Und ähnlich ist das hier. Das hier sind die verschiedenen Frequenzen, die verschiedenen Rhythmen in diesen Gehirnwellen und das hier sind die Amplituden dieser verschiedenen Gehirnwellen. Und was ganz typisch ist, ist, dass man bei gesunden Probanden hier ein Maximum sieht, so um die 10 Hertz herum. Das ist der sogenannte Alpha-Rhythmus, so der dominante Rhythmus in diesem elektromagnetischen Feld des Gehirns. Und dieser Alpha-Rhythmus, der korreliert ganz stark mit vielen kognitiven Eigenschaften. Also die Höhe dieses Rhythmus zum Beispiel korreliert stark mit ihrem Intelligenzquotienten. Und wenn man sich nun anschaut, wie sich das bei ALS-Patienten verändert, dann sieht man eigentlich wenige Änderungen. Also das Blaue hier sind ALS-Patienten. Man sieht hier, dass bei den höheren Frequenzen die Amplituden ein wenig geringer sind. Aber das Graue hinterlegte hier, das ist die normale Bandbreite bei gesunden Probanden. Das heißt, das unterscheidet sich nicht stark voneinander. Wenn man jetzt aber zu diesen Patienten geht, die komplett eingeschlossen sind, dann sieht das komplett anders aus. Ja, also das hier ist unsere Patientin, Frau Elekar. Und Sie sehen hier, dass es hier einen ganz großen Peak gibt bei 3,9 Hertz, was ihr Alpha-Rhythmus ist, der langsamer geworden ist, bis zu 3,9 Hertz runter. Und in den hohen Frequenzen sieht man quasi gar nichts. Und bei anderen Patienten, die eingeschlossen sind, hier ist ein zweiter Patient, sieht das so ähnlich aus. Und die große Frage ist jetzt, was bedeutet das für den kognitiven Zustand dieser Patienten? Dass quasi die gesamten Gehirnwellen um Faktor 3 langsamer werden als bei Gesunden. Heißt es, dass diese Patienten langsamer denken? Um einen Faktor 3 als Gesunde, man ihnen einfach dreimal so viel Zeit geben muss, Aufgaben zu lösen? Oder heißt das vielleicht, dass die kognitiven Fähigkeiten komplett zusammengebrochen sind und diese Menschen gar nicht mehr so bei Bewusstsein sind, wie wir das sind? Das alles wissen wir zurzeit nicht. Und es ist eine Möglichkeit, dass diese Systeme, diese Neuroprothesen für diese Patienten nicht funktionieren, weil deren Bewusstsein einfach anders ist als das Bewusstsein von uns Gesunden und wir noch nicht verstanden haben, wie wir das nutzen können. Das hier sind die Frequenzen. Das sind die Frequenzen von 0 bis 45 Hertz und das sind die au. Jetzt weiß ich, warum Sie das fragen. Das ist geflippt. Dankeschön, das werde ich korrigieren. Vielen Dank. Ja, das hier sollte da oben sein, Frequenz sollte hier unten sein. Danke. So, dann möchte ich noch kurz darauf eingehen, wo ich die Zukunft eigentlich der Neuroprothesen sehe. Ich habe jetzt über sensorische Prothesen gesprochen, ich habe über motorische Prothesen gesprochen, aber ich glaube, wir werden das in der Zukunft miteinander verbinden und werden sogenannte kognitive Prothesen bauen. Prothesen, bei denen wir Gehirnaktivität aufzeichnen, das übersetzen in den kognitiven Zustand des Patienten, das vergleichen wir mit einem kognitiven Zustand, den wir erreichen wollen, um dann zu gucken, wie sollte die neuronale Aktivität des Patienten sich unterscheiden von dem Ist-Zustand, um einen gewünschten kognitiven Zustand zu erreichen.
Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel einmal illustrieren, an dem wir arbeiten, und zwar ist das im Bereich der Schlaganfallrehabilitation, sogenannten Gehirn-Roboter-Schnittstellen. Bewegung, unsere alltäglichen Bewegungen erfordern ein unglaublich komplexes Netzwerk im Gehirn von kortikalen Gehirnarealen und subkortikalen Gehirnarealen. Und wenn jetzt ein Schlaganfall ein Teil dieses Systems zerstört, dann führt das dazu, dass unsere gewünschten Bewegungen häufig nicht mehr zu den, unsere Absichten, uns zu bewegen, nicht mehr zu den gewünschten Bewegungen führen. Dass es quasi ein Mismatch gibt zwischen dem, was wir wollen und dem, wie wir uns tatsächlich bewegen. Und wir haben jetzt in meiner Gruppe vor ein paar Jahren zusammen mit Herrn Peters von der TU Darmstadt einen Roboter gebaut, zusammen mit so einem EEG-System hier, um diese Differenz wieder aufzuheben. Das heißt, wir arbeiten mit Schlaganfallpatienten, die werden hier an diesen Roboter über diese Manschette drangehängt und dann bitten wir die, ihren Arm zu heben, was sie nicht können. Aber wir detektieren mit diesem EEG diese Intention aus den Gehirnwellen und benutzen dann den Roboter, um den Arm dementsprechend zu bewegen. Das nächste Video bitte. Das ist jetzt kein Patient, sondern Bernd, unser EEG-Techniker. Aber einfach, um das mal darzustellen. Also Bernd denkt daran, seinen Arm zu bewegen. Das dekodieren wir in Realzeit und bewegen dann den Arm mit dem Roboter. Ja, und diese Synchronisation von der Bewegungsintention und dem Feedback, was dann der Proband bekommt über den bewegten Arm des Roboters, davon erhoffen wir uns, die Reorganisation des Gehirns nach einem Schlaganfall sinnvoll unterstützen zu können. Und das sind ein paar Ergebnisse, die ich Ihnen da mitgebracht habe. Wenn man das Ganze bei gesunden Probanden macht und denen nur visuelles Feedback darüber gibt, über diese dekodierte Bewegungsintention, dann sieht man hier über dem, das ist die Nase, das ist von oben auf den Kopf geblickt, dann sieht man hier links so einen Blob. Das heißt, dass der linke motorische Kortex der Teil des Gehirns ist, der diese Aufgabe löst, der die Information darüber trägt, ob der Proband eine Bewegung versucht zu initiieren oder nicht. Wenn man das mit dem Roboter-Feedback macht, mit diesem haptischen Feedback, dann sieht das bei gesunden Probanden gleich aus, was auch nicht verwunderlich ist. Ja, also der linke Motorkortex ist dafür da, den rechten Arm zu steuern. Bei Schlaganfallpatienten allerdings sieht das anders aus. Wenn man da denen nur visuelles Feedback gibt, haben wir gefunden, dass diese Aktivität zur Mitte hin verschoben ist, in Gehirnarealen, wo es eigentlich nicht sein sollte. Und eine Hypothese ist jetzt, dass diese Verschiebung dazu beiträgt, dass diese Patienten motorische Defizite haben. Wenn man allerdings dieses Roboter-Feedback einschaltet, dann sieht man, dass sich das hier normalisiert. Man hat immer noch diese Aktivierung in der Mitte, aber man hat auch wieder die Aktivierung der Areale dabei, die eigentlich aktiviert werden sollten. Und in der Tat gibt es mittlerweile Studien, die zeigen, dass durch diese Technik Schlaganfallpatienten ihre Rehabilitation unterstützen können. Und das Ganze funktioniert wahrscheinlich deswegen, weil nach so einem Schlaganfall die Gehirnnetzwerke sich reorganisieren. Ja, also der Schlaganfall hat nicht nur einen lokalen Schaden in einem Bereich, sondern als Antwort auf den Schlaganfall quasi ändert sich die Balance der verschiedenen Gehirnareale zueinander. Und wenn man diese Balance wiederherstellt, könnte es sein, dass man die Rehabilitation weiter unterstützen kann. Und was zurzeit gemacht wird, ist, dass man dafür Gehirnstimulation einsetzt. Ja, das heißt, man klebt solche großen Elektroden auf die Kopfhaut auf, prägt darüber leichte Ströme auf die Kopfhaut auf und versucht das Gehirn so zu stimulieren, dass diese Gehirnnetzwerke wieder in die richtige Balance gebracht werden. Nur die große Frage ist eigentlich, was ist denn eigentlich die richtige Balance? Ja, also es gibt Studien, bei denen so ein Paradigma, eine Position über viele Schlaganfallpatienten hinweg getestet wurde. Manche Patienten haben davon sehr profitiert, andere haben davon gar nicht profitiert und im Mittel hat man so einen kleinen Effekt. Und wir arbeiten jetzt gerade daran, das zu personalisieren mit den Methoden, mit den ja, Data Science Methoden, die wir entwickeln, um hier bei einzelnen Patienten und den Daten aus dem EEG, die wir hier sammeln, vorherzusagen, wie wir jeden Patienten optimal stimulieren sollen, um diese Rehabilitation zu optimieren. Und glücklicherweise sind wir dafür mittlerweile nicht mehr auf solche großen Patches hier von Elektroden angewiesen,
sondern es gibt diese Elektroden mittlerweile relativ klein, sodass man die überall im Gehirn anbringen kann und quasi diese Felder, die man dort auf das Gehirn aufprägt, selber in einem gewissen Maße wählen kann, wie die aussehen sollen. Ich glaube, dass das alles enormes Potenzial hat, aber wenn ich jetzt zum Schluss noch eine Minute darüber sagen sollte, was für mich der Bottleneck, wirklich die größte Einschränkung dieser Arbeit ist, dann sind das unsere Messmethoden. Wenn wir Gehirnaktivität heutzutage aufzeichnen wollen, dann haben wir immer ein Trade-off. Wir können entweder von außen, nicht invasiv, mit einer sehr guten räumlichen und zeitgleich sehr schlechten Auflösung messen. Das wäre die funktionelle Magnetresonanztomographie. Oder wir können mit einer sehr guten zeitlichen, aber miserablen räumlichen Auflösung messen. Das ist das Elektroenzephalogramm. Oder wir können invasiv werden, Elektroden ins Gehirn einbringen oder zumindest unter die Schädeldecke. Dann haben wir eine exzellente räumliche und eine exzellente zeitliche Auflösung, aber beobachten nur einen winzigen Teil des Gehirns. Und bisher gibt es noch keine Methode, mit der wir wirklich das gesamte Gehirn oder zumindest einen Großteil des Gehirns mit einer guten räumlichen und zeitlichen Auflösung betrachten könnten beziehungsweise stimulieren könnten. Es gibt Firmen, die daran arbeiten. Eine Firma ist Cortec in Freiburg, die solche Mini-Grids entwickeln aus Aufnahmen- und Stimulationselektroden. Damit deckt man auch nicht das gesamte Gehirn ab, aber zumindest soll es dadurch möglich sein, diese Elektroden ins Gehirn einzubringen, zeitgleich Aktivität zu messen und das Gehirn stimulieren zu können und all das auch chronisch. Das heißt, das wird komplett implantiert. Und die Signale werden über eine Spule hinter dem Ohr wieder rausgeschickt. Wir warten allerdings schon seit langer Zeit darauf, dass diese Elektroden fertig werden, dass wir sie einsetzen können. Wenn ich weiter in die Zukunft schaue, dann gibt es einen Wissenschaftler an der University of Berkeley, Michel Mahabis, der eine Methode hat, von der ich glaube, dass die am ehesten sich hochskalieren lässt und das erzielt, was wir erzielen wollen. Und die nennt er Neural Dust. Das sind winzige Piezo-Elemente, die ins Gehirn eingebracht werden und die über Ultraschall ausgelesen werden können. Das heißt, sie haben diese winzigen Elemente, viele von denen, das ist der Plan, im Gehirn verteilt. Die koppeln an verschiedene Gehirnareale an und sie können mit Ultraschall eine Sonde auf diese Elemente draufhalten und über die Reflexion Charakteristika, etwas über die neuronale Aktivität im Gehirn lernen. Und das ist meines Wissens nach zurzeit die einzige Methode, bei der ich glaube, dass sie a. chronisch, also das heißt dauerhaft einsetzbar wäre, dass es mit einer hohen räumlichen und einer hohen zeitlichen Auflösung geht. Aber ob das tatsächlich, also es gibt bisher in Ratten erste Ergebnisse, dass man damit zumindest neuronale oder Nervenaktivität aufzeichnen kann. Ob das tatsächlich so weit entwickelt werden wird, dass das bei Menschen zum Einsatz kommen wird, müssen wir abwarten. So, damit komme ich zum Ende meines Vortrages. Das hier ist mein Team, zurzeit noch in Tübingen. Der Umzug nach München wird jetzt in den nächsten Monaten vonstatten gehen. Natürlich sind all diese Arbeiten, die ich mache, das geht nicht alleine, sondern mit vielen Partnern, national und international. Und falls Sie mehr über unsere Arbeit wissen, dann schauen Sie auf unsere Internetseite http://neural.engineering. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank. Und wie zuvor, wir haben 10 Minuten Zeit, die wir nutzen können für Diskussionen. Es wäre schön, wenn das Licht wieder ein bisschen angehen würde, dass wir nicht so geblendet sind und auch die Zuhörer besser sehen können. Gibt es Fragen, Diskussionsbemerkungen? Ja, grüß Gott, ich hätte eine kurze Frage und zwar, hier bin ich. Ja. Sie haben ja vorher sehr eindrucksvoll gezeigt, wie man Piezo-Elemente im Gehirn unterbringt, um damit die Gehirninformationen auszulesen, sodass man damit zum Beispiel eine Prothese ansteuern könnte. Gibt es jetzt eigentlich auch eine Entwicklung, die eigentlich das Umgekehrte tut, also zum Beispiel bei Parkinson-Kranken oder bei anderen Gelähmten, eben nicht vom Gehirn ausgehen, sondern an anderen Stellen
meinetwegen die Nervenimpulse, die irgendwie in den Arm runtergehen, also an einer weniger invasiven Stelle, diese Nervenimpulse abzugreifen und damit etwas anzufangen. Herr Mahabis aus Berkeley behauptet, dass das mit dieser Methode auch geht. Ja. Und es gibt auch Pläne, das Ganze umzudrehen, um darüber auch zu stimulieren. Aber wir müssen abwarten, ob das tatsächlich alles sich umsetzen lässt in der Realität. Weitere Fragen? Es ist schwierig zu erkennen, weil wir total geblendet werden, gerade von, wenn wir vielleicht diese Lichter ein bisschen wegnehmen können und die Saallichter höher. Ich wollte nur fragen, bei Schlaganfallpatienten ist es dann entscheidend, ob der Schlaganfall gerade erst jetzt stattgefunden hat oder geht es auch noch nach ein paar Jahren? Alles, was ich vorgestellt habe, ist bei, nach ein paar Jahren bei chronischen Schlaganfallpatienten. Und der Grund, weshalb das bisher erst bei chronischen Schlaganfallpatienten getestet worden ist, ist, dass es nach dem Schlaganfall so eine kritische Phase gibt, in der die Plastizität des Gehirns besonders hoch ist. Und man davon ausgeht, dass in dieser Phase die Rehabilitation optimal laufen muss. Und neue Verfahren, bei denen man noch nicht weiß, ob die funktionieren und die Patienten davon profitieren, die darf man in dieser Phase bisher nicht einsetzen. Sondern in dieser Phase muss man quasi die beste Reha, die es gibt, einsetzen. Allerdings, da wir nun Evidenz haben, dass bei chronischen Patienten das nutzt, wäre natürlich eine spannende Frage, wie sehr könnten Patienten in der akuten Phase, direkt nach einem Schlaganfall, davon profitieren. Und ich würde vermuten, dass innerhalb der nächsten Jahre da die ersten Studien durchgeführt werden. Ja, ganz hinten sehe ich einen Arm in der Mitte. Wirklich nicht einfach. Sie haben gezeigt, dass gewünschte Aktionen nur mit einem Roboter ausgeführt werden können. Ist es möglich, dass die entsprechenden Muskeln stattdessen stimuliert werden, die ja gesund sind, stattdessen um wieder normale Bewegungsabläufe zu ermöglichen? Ja, das ist möglich. Das nennt man die funktionale elektrische Stimulationstherapie. Da werden Elektroden auf den Muskeln aufgeklebt, die dann stimuliert werden. Und es gibt einige Studien, die statt Robotern diese Muskeln verwenden. Und wie immer, es hat alles Vor- und Nachteile. Also es ist zu vermuten, dass wenn man diese Muskeln direkt stimuliert, dass das Feedback noch direkter ist und dass man deshalb vielleicht einen stärkeren Effekt erwarten könnte. Andererseits, mit dieser Muskelstimulation erreicht man in der Regel nicht alle Muskelschichten und deshalb ermüden die Muskeln sehr, sehr schnell. Das heißt, damit wird man nicht dauerhaft trainieren können, beziehungsweise viele Pausen machen müssen, was beim Roboter wiederum anders ist. Was da letztendlich das Beste ist, vielleicht wird man am Ende beides gleichzeitig zusammen verwenden. Ja, wenn niemand aus dem Publikum, würde ich gerne mal. Ja, gerne. Also Sie haben ja den Schlaganfall, aber der Herr Professor Euler vorhin hat ja auch auf den Querschnitt. Ja. Ja, also Querschnittsverletzung, und wir sind ja hier in diesem Thema einmal Signaldetektion, das heißt, was möchte ich machen, und dann eben auch Signalweiterleitung. Ja. Ist denn denkbar, jetzt beim Querschnittsverletzten die Signale, also eigentlich den Wunsch, sich zu bewegen, abzugreifen, ja, und es dann per Stimulation auch in Bewegung umzusetzen, oder ist das weit weg? Also prinzipiell ist das natürlich möglich, das wurde auch schon gemacht. Nun ist es so allerdings, dass die Systeme, die man damit relativ steuern kann, noch recht eingeschränkt sind. Und meistens Querschnittsgelähmte halt andere Möglichkeiten haben, sich mitzuteilen, die besser funktionieren als diese Neuroprothesen bisher. Außerdem bekommen Querschnittsgelähmte häufig Medikamente, die gerade die Gehirnrhythmen unterdrücken, die für das Dekodieren dieser Bewegung wichtig sind, weil die ebenfalls auch Spastiken auslösen. Das heißt, Medikamente, die Spastiken herabsetzen bei diesen Patienten, machen die Anwendung dieser Systeme wiederum schwieriger. Ja, da in der Mitte etwa? Wir haben hier noch... Hier drüben auch, ja. Darf ich dazwischen schon gleich die Frage stellen? Ich habe schon ein Mikro in der Hand, hier hinten. Ganz ja, hinten. Ja. Danke. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren mal gelesen, es gibt bei Depressionspatienten die Möglichkeit, ein Elektro-Piezo oder was auch immer das ist, ins Gehirn einzubringen für kurze Elektroschocks, damit das Gehirn sich wieder balanced, also wieder die Gehirnströme ja, in Sync kommen. Ist das noch Status quo? Gibt es da was Besseres oder wie wird das heutzutage angewandt? Ja, also es gibt diese Elektrokrampftherapie.
wo wirklich sehr starke Ströme angelegt werden, ähnlich dieser transkraniellen Stimulation, aber mit viel stärkeren Strömen, so, was quasi so ein Reset einmal des Gehirns ist. Also da werden auch die Patienten, werden die Muskeln komplett entspannt durch Medikamente, damit die sich nicht selber verletzen können, wenn die Muskeln krampfen. Aber bei manchen Patienten, die Depressionen haben und bei denen Medikamente nicht gut wirken, scheint das manchmal eine gute Option zu sein. Natürlich gibt es jetzt andere Gruppen, die darüber nachdenken, ob man das nicht viel feiner und lokalisierter machen kann. Also Sie wissen vielleicht, bei Parkinson-Patienten gibt es diese tiefen Hirnstimulation, wo eine Elektrode tief ins Gehirn eingeführt wird und Kerne im Gehirn stimuliert, die dieses Zittern bei Parkinson-Patienten verringern. Und sowas würde man gerne auch einsetzen bei Depressionen, aber man weiß bisher eigentlich zu wenig über das Gehirn, um reliabel sagen zu können, wo diese Elektroden hin müssen, um eine Verbesserung der Symptome erzeugen zu können. Und ich glaube, das ist ein spannendes Forschungsfeld gerade, datengetrieben mit Big Data Methoden künstlicher Intelligenz vorherzusagen, welcher Patient würde von welcher Stimulation welchen Hirnareales profitieren. Man hört mich, okay. Bei den ALS-Patienten haben Sie gesagt, das ist schwer zu erkennen. Da habe ich jetzt die Frage, wird das praktisch im Vergleich mit gesunden Patienten gemacht? Also nimmt man da ein Messverfahren, wo bei gesunden Patienten funktioniert hat, oder ist das schon speziell immer auf den jeweiligen Menschen angepasst, diese Erkennung, ob die jetzt Rechenaufgaben machen oder an was Schönes denken? Ja, also man hat natürlich anfangs das für gesunde Probanden, in der Regel wissenschaftliche Doktoranden, entwickelt. Und als das gut funktioniert, hat man gedacht, das kann man zu Patienten, alles Patienten gehen, dann funktioniert das wunderbar. Das hat dann nicht so geklappt und dann hat man halt angefangen zu rätseln, warum funktioniert das nicht so optimal. Nun ist es halt sehr, sehr schwierig, mit diesen Patienten zu arbeiten. Man bekommt da sehr schwer hohe Fallzahlen. Insbesondere, weil das Ganze erst dann nicht funktioniert, wenn die Patienten in diesen Locked-in-Zustand übergehen. Und die wenigsten Patienten gehen in diesen Locked-in-Zustand über, sondern entscheiden sich, sich nicht beatmen zu lassen und versterben vorher. Ich glaube persönlich auch, weil halt diese Vorstellung, nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren zu können, halt schrecklich ist und viele Menschen dann lieber den Tod wählen. Das heißt, es gibt wenige Patienten, mit denen man tatsächlich eine Forschung bis in diesen Locked-in-Zustand machen kann, um dann Methoden speziell für diese Patienten zu entwickeln. Und unsere Dame hier, Frau L.E.K., ist wirklich eine der wenigen Patienten, die seit Jahren eigentlich künstlich beatmet lebt und mit der wir arbeiten können. Und wir probieren gerade die Anzahl von Patienten zu erhöhen, mit denen wir parallel arbeiten. Aber wie gesagt, es ist nicht leicht. Und häufig bedeutet das, dass wir dann, um Aufnahmen machen zu können, halt durch Deutschland oder Europa fahren müssen, um einmal so einen Datensatz zu sammeln. Und das, dadurch wird die Forschung und der Fortschritt natürlich sehr verlangsamt. Ich glaube, es war von der Seite noch eine Wortmeldung. Nein, ganz hier, ja. Es gab ja in letzter Zeit anscheinend einen Trend zur Verwendung von transkranieller Stimulation, weniger zur Behandlung von Krankheiten, sondern auch zur persönlichen Leistungssteigerung. Aber es gab auch Beschwerden, dass es keinen klaren Beweis für Wirksamkeit und von Schadungslosigkeit gibt. Ja. Was halten Sie davon? Ist das eine sinnvolle Verwendung von Forschungszeit oder nicht? Oder, ja. Ich lache so, weil ich mir selber gerade genau diese Frage stelle. Ich habe natürlich mit meinen Kollegen geredet. Ich habe gefragt, glaubt ihr daran, dass das funktioniert? Und viele sagen mir, ja, absolut. Andere sagen mir so, na, ich weiß ja nicht so recht. Und jetzt gerade zur Zeit laufen in Tübingen Stimulationsversuche an gesunden Probanden, weil wir selber für uns jetzt mal herausfinden wollen, glauben wir daran? Also fragen Sie mich bitte in ein paar Wochen nochmal. Ja, es gibt noch eine von hier vorne. Angenommen, die Technologie mit dem Neural Dust funktioniert, wäre es dann vorstellbar, durch die Technologie kriegt man ja ein relativ differenziertes Bild der Gehirnströme, das man auswerten kann. Wäre es vorstellbar, dass man solche Technologien dann auch bei gesunden Probanden zum Beispiel als Brain-Computer-Interface anwendet, um die genauere Steuerung von Robotern zum Beispiel zu ermöglichen? Also ich meine, theoretisch halte ich das natürlich für möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass es davon abhängen wird, wie auch OP-Verfahren sich da weiterentwickeln. Wird man für die Implantation dieser Geräte die Schädeldecke aufsägen müssen, dann wird es wahrscheinlich wenige gesunde Probanden geben, die sich das gerne ins Gehirn einsetzen lassen möchten.
Aber wer weiß, vielleicht ist das alles mal so weit miniaturisiert, dass man sich das irgendwann nochmal ins Blut reinspritzen lassen kann und dann verteilt sich das von selber im Körper. Und dann wäre es natürlich deutlich weniger kritisch. Andererseits, es gibt auch heutzutage schon Leute, die sich USB-Sticks in ihre Arme einbauen lassen. Also wer weiß, was wir da alles in der Zukunft sehen werden. Ja, ich denke, über den Umkehrschluss wollen wir dann gar nicht mehr diskutieren, dass man natürlich damit auch gesunde steuern kann und welche Möglichkeit das alles auch für Waffentechnologie und diese Dinge eröffnet. Aber wir danken sehr für den spannenden Vortrag. Danke Ihnen für die Einladung. Ach, es gibt eine Tafel Schokolade als Dank. Danke. Danke. Anderthalb Stunden Pause mit Gelegenheit, auch die Marktstände und auch die Demonstration virtuelle Realität und so weiter zu besuchen. Und dann geht es um 16:45 Uhr mit spannenden Themen weiter. Besten Dank.